Dort wartet seine ganz besondere Weihnachtsüberraschung. Zur Liebezeit. Ach, du Liebezeit. Jetzt bin ich beim Lambert. Das darf hier nicht wahr sein. Hallo Herr Kuhn, ich grüße Sie. Ach. Ich weiß nicht, ob Sie mich kennen von der Stimme her. Ich bin der Franz Lambert. Ja, ich habe mir es jetzt gedacht. Haben Sie es gedacht? Ja, ich heiße auch Franz. Das spielen wir auch aus dem FF. Aus dem FF. Ja. Haben Sie es an den Klängen bemerkt? Ja, doch. Das ist die Orgel, wo man also im Radio hört. Im Radio und im Fernsehen. Ja, genau. Ja, willkommen bei uns in Heppenheim-Sonderbach. Ja. Ich freue mich sehr. Und ich freue mich erst, dass es möglich gemacht und dass Sie sich Zeit genommen haben für mich. Ja, der HR hat es möglich gemacht. Oh, ja, das er macht nicht, und dann nicht. Darf Franz Kuhns gleich einmal Platz nehmen und dem Profi zeigen, was er sich in jahrelanger Arbeit selbst beigebracht hat. Und das ganz ohne zu sehen, was er spielt. Ja. Schön. Franz Lambert nimmt sich viel Zeit für den 76-Jährigen. Und der erfüllt sich vor lauter Freude gleich noch selbst einen Wunsch. Haben Sie was dagegen, wenn ich per Du mit Ihnen bin? Das wäre mir eine Ehre. Also von Franz zu Franz. Ich bin der Franz und du bist der Franz. Ich bin der Franz, freut mich sehr. Ja. Ich wäre gerne noch selbst drauf gekommen, aber finde ich toll, dass Sie mich jetzt angesprochen haben. Ich sage immer, das Alter geht dir vor. Ne? Ja, ich freue mich sehr. Ne? Und dann darf Franz Kuhns mit seinem Idol in den Proberaum, um gemeinsam mit ihm zu spielen. Super! Nicht nur Franz Kuhns haben die Weihnachtsengel heute überrascht. Wenn ich mir das wirklich ehrlichen Herzens vorstellen sollte oder könnte, dass ich spielen und ich könnte das nicht so sehen. Mein Gott, das wäre ja für mich, es wäre ja fürchterlich. Aber ich finde das so toll an ihm, seine Lebensfreude. Also das ist einfach ganz großartig. Er lässt sich überhaupt nicht hängen und das ist ja voller Kraft und Power und ich bin wirklich überrascht. Wunderbar, es war einmalig. Das kann man mit Worten überhaupt nicht beschreiben. Wer so was, so Musik liebt und auch selbst spielt, der kann mir nur sagen, einmalig, dass ich den Franz hier getroffen habe. Das war einmalig, da musst du mal drücken.